Hallo und herzlich willkommen hier auf dem MidiBenny-Channel. Wir kümmern uns heute wieder um Assassin's Creed Unity und zwar um Dead Kings, alle Geschichten aus Franziade. Es gibt 6 Geschichten, davon sind 2 mysteriöse Mordfälle und der Rest, den sehen wir hier, der letzte Wille, da gibt es nur Geld und dann die Augen des Königs, da gibt es die eiserne Maske. In dieser Übersicht werden wir jetzt erstmal alle Belohnungen durchgehen. Die eiserne Maske, die bekommen wir also über die Mission Die Augen des Königs. Das ist eine Montur, die wir über unsere Ausrüstung drüber ziehen können. Dann gibt es die Augen des Königs und da gibt es die Gerber-Axt als Belohnung. Und die schauen wir uns jetzt hier auch nochmal an und verbessern sie auch gleich. Die Gerber-Axt finden wir natürlich unter schwere Waffen und Ausrüstung. So sieht sie aus, die Werte hat sie und die bekommen wir als Belohnung für die Haut des Königs. Und bei der 4. und letzten Mission, die Rosenknospe, da bekommen wir sogar 2 Belohnungen. Ein geschnitzter menschlicher Knochen und die Rosenknospe als Zepter. Das ist eine schwere Waffe, aber die finden wir unter Einhandwaffen. Rosenzepter, also zwischen den ganzen Schwertern und Keulen. Der Schaden ist so lala, Geschwindigkeit ist okay, parieren, das geht so und Reichweite ist ja low. Außerdem bekommen wir über die Rosenknospen-Mission ein geschnitzter menschlicher Knochen und das sehen wir auch hier. Auch den können wir verbessern und wie alle Gegenstände oder fast alle Gegenstände bekommen wir dadurch zusätzlicher Schaden plus 25%. Und die letzten beiden Missionen hier in Franziade Geschichten habe ich ausgegliedert als eigenes Video, weil die beiden, das sind mysteriöse Mordfälle und ja, die kann man besser mit den anderen mysteriösen Mordfällen zusammenbringen und in der Playlist anordnen. Vollständigkeitshalber aber hier der Trommelschläger, den gibt es für die Mission Gleiches Recht für alle. Wie gesagt, das ist im anderen Video drin. Dann starten wir jetzt die 4 Missionen, Franziade Geschichten und wir fangen an mit Die Haut des Königs. Die finden wir in der Nähe von der Basilika im Basilika-Bezirk. Für diese Mission gibt es keine Assassin's Creed typischen extra Herausforderungen. Wir müssen einfach nur die Mission irgendwie spielen und abschließen und dann bekommen wir die Belohnung. Das ist 5000 an Geld und die Gerber-Axt. Wie man hier lesen kann, müssen wir jetzt zum Friedhof gehen und Nachforschungen betreiben. Wir wollen herausfinden, was es jetzt hier mit diesen merkwürdigen Büchern auf sich hat. Also stratzen wir zur Basilika, zum Friedhof hin und untersuchen das Gebiet. Und ja, hier ist die Karte. Da ist auch ein Untersuchungsgebiet eingezeichnet. Da gehen wir hin und müssen halt alle 3 Sachen einsammeln oder auslösen. Ich benutze mein Adlerauge, dadurch werde ich alle finden. Beste Grüße an die Hölle. Gut. Also, wem danke ich für diesen Plan? Ein zollwütiger und weniger. Stellvertretend hierfür machen wir den 3., den letzten und dann machen wir auch gleich weiter. Wir müssen als nächstes den grünen Missionmarker folgen. Der führt uns in den Friedhofsbezirk und da finden wir das nächste Buch. Die Stelle ist ganz gut bewacht und ich schalte alle mit dem Berserker-Pfeil aus. Das macht richtig Spaß. Das Ganze zu beobachten, wie die sich gegenseitig ausschalten. Da kommt Fun auf. Allerdings dauert das ganz schön lange. Kann man mal machen. Aber ich werde jetzt weitermachen und mir das Buch holen oder das lesen. Okay, das ist ein Tagebuch. Da gibt es also noch ein bisschen Lore zu. Es fühlt sich warm an. Dieses Buch ist in Menschenhaut gebunden. Ich muss den Gerber finden, bevor mehr sterben. Aufgabe abgeschlossen. Nachforschung über diese merkwürdigen Bücher anstellen. Weiter geht es dem Mission Marker folgen und der führt uns in so ein Untersuchungsgebiet und da sollen wir den Gerber finden. In Paris bleiben sollen, hatte eine Abmachung mit sehr feinen Herren. Ich produziere für einen äußerst kleinen Markt. Jetzt bekommen wir eine Assassin's Creed typische Verfolgungs-
Mission oder Aufgabe. Wir sollen den Gerber einfach folgen, über die Dächer herüber. Und wir dürfen natürlich nicht entdeckt werden. Ich werde das aber nicht ganz zu Ende spielen. Anschließend wird er flüchten, weil er uns doch irgendwie gesehen hat. Und ja. Wie ist die Beute da unten? Habt ihr schon was gefunden? Es wurde bereits alles gestohlen. Die guten Zeiten sind vorbei. Ihr habt recht. Aber ich hörte, ihr habt andere Dinge gejagt als Gold. Ich weiß nicht, was ihr meint. Entschuldigt, ein Mann ist uns von der Taverne aus gefolgt. Helft ihr uns? Er flüchtet, wir sollen hinterher ihn fangen, aber bevor wir ihn fangen können, wirft er eine Rauchbombe und ist verschwunden. Zuletzt ist er durch diesen Gang gelaufen und ja, wir haben jetzt hier ein Untersuchungsgebiet und müssen jetzt diesen Eingang finden. Die große Überraschung ist perfekt, der Gerber ist verschwunden, aber wir untersuchen seine Werkstatt oder sein Haus oder irgendwas mit ihm zu tun hat. Wir suchen nach Informationen über den Aufenthaltsort des Gerbers. Oben habe ich schon alles abgesucht, also gehen wir in den Keller hinein und da finden wir tatsächlich seine Werkstatt oder irgendwie sowas. Für den ist es schon zu spät. Wir finden jetzt hier eine Liste, was die uns bringt, kann ich jetzt gerade gar nicht lesen, weil wieder ein Fenster über das Fenster eine Textmitteilung uns alles versperrt. Hinter uns ist allerdings ein Brunnen oder irgendein Loch im Boden. Wir klettern darunter und ja, unten werden wir den Gerber finden, ihn zur Strecke bringen. Und dann werden wir die Belohnung einkassieren. Und dann haben wir auch die erste Mission geschafft. Ist keine tolle Mission. Also alle Franziade-Geschichten sind nicht besonders gut. Dafür braucht man keinen Guide, sondern man spielt hier einfach und erledigt die. Ich fand das aber trotzdem ganz interessant, mal jetzt Anno 2024 zu spielen, um die Erinnerung aufzufrischen. Wie war das damals? Da habe ich ein paar Leichen gefunden für Interagieren. Damit, um die zu untersuchen, und schon werden wir angegriffen. Wir brauchen gar nicht den Gerber finden, er hat uns gefunden. Ich werde dich häuten. Keine Geräusche. Etwas geht hier los. Hey du, bleib einen Moment stehen. Du wirst dich verhungern. Ich fliehe euch. Okay, die Belohnung haben wir uns schon angeschaut. Wir haben dafür die Gerber-Axt bekommen und weiter geht es zur nächsten Sektion. Und zwar statt die Haut des Königs spielen wir jetzt die Augen des Königs. Die Mission finden wir so ziemlich in der Mitte von der Karte. Ist, glaube ich, noch der Windmühlenbezirk. Wieder so ungefähr 4-5 Minuten Spielzeit habe ich hier anvisiert. Der Schatz gehört mir! Lass die Waffe fallen und ich beende es schnell! Wir folgen dem Mission Marker oder dem Untersuchungsgebiet und landen hier an der Tür und die ist mit so komischen Typen mit einer eisernen Maske bewacht. Die Schergen schalten wir erstmal aus und dann schauen wir mal nach, was sich hinter der Tür so verbirgt. Da, die Augen des Königs. Aber wie zu erwarten, können wir die Tür nicht einfach so öffnen, sondern wir müssen noch ein bisschen was tun. Wir sollen zur Abtei von Saint-Denis gehen und die finden wir hier. Das ist das hier. Das ist auch so ein Untersuchungsgebiet und da sollen wir den Schlüssel klauen oder einen Schlüssel. Und den versuche ich jetzt hier gerade zu stehlen. Aber irgendwie hat das geklappt, aber der hat mich anscheinend doch entdeckt. Ich nehme dir dein Herz. Hab dich! Oh, no.
Wir können ihn zur Strecke bringen und den Schlüssel dann abnehmen. Insgesamt brauchen wir 3 Schlüssel und den zweiten, den finde ich hier im Friedhofsbezirk, direkt auf dem Friedhof. In Franziade, Friedhofsbezirk, direkt auf dem Friedhof. Wir nehmen unser Adlerauge und finden gleich sofort den nächsten Schlüsselwart. Auch den bringe ich zur Strecke und dann geht es auch gleich weiter zum nächsten. Der ist auch ganz in der Nähe. Okay, 2 eiserne Schlüssel gefunden. Wir brauchen jetzt den dritten noch und der ist in einem Untersuchungsgebiet und da brauchen wir auch keine Karte für, weil wir einen Mischenmarker dran haben. Wir müssen einfach dem Mischenmarker folgen und dann sind wir irgendwann hier. Und da liegt irgendjemand. Und den stehlen wir, den eisernen Schlüssel, den letzten. Und das war es auch schon so ziemlich alles. Ja, kleine Schnulli-Bulli-Mission. Jetzt müssen wir wieder dahin zurück, wo wir die Mission aufgenommen haben und können die eiserne Maske abholen. Der Gast. Ludwig der 14. Ich glaube, der kommt nicht wieder. So, wir haben uns die eiserne Maske als Montur verdient. Und ja, wir schauen uns die nochmal eben ganz kurz an. Einfach nur der Vollständigkeit halber und gehen dann auch weiter zur nächsten Mission. Danach spielen wir Der letzte Wille und die Mission finden wir auch wieder im Basilika-Bezirk und zwar an dieser Stelle. Da müssen wir hin. Die Mission befindet sich direkt in der Basilika, in der Kirche. Wir müssen also ein bisschen hochklettern und dann finden wir hier die Mission. Es gibt nur 2500 an Geld, sonst keine Belohnung. Sujet, der letzte Wille des Baumeisters der Basilika. Begraben werden, wo Mönche täglich über ihn laufen. Wo ist er jetzt? Die deutsche Synchronsprecherstimme von Arno ist sehr charismatisch, muss ich schon sagen. Wie auch immer, wir sollen die Krypten der Basilika untersuchen. Und dazu müssen wir in den Keller gehen, in die Katakomben oder hier unten hin. Wir folgen einfach dem Mischenmarker und der führt uns hierher. Wir haben ein neues Ziel, Abtschukas Grab finden. Wir sehen schon gleich hier hinter dem Gang ist ein Untersuchungsgebiet in ja, so einem Neongrün. Ich kämpfe mich hier durch und verstecke mich und ja, benutze mein Adlerauge, interagiere jetzt mit dem Grab hier. Wo ist der Grabstein? Er wurde entfernt. Wir sollen jetzt den Grabstein finden, aber den sehe ich jetzt hier gerade nicht. Da ist noch ein Zettel, ein Flugblatt. Also haben wir den ersten von 2 Hinweisen gefunden. Wir müssen jetzt noch den Grabstein, glaube ich, finden. Auf jeden Fall, hinter mir ist noch so ein Kreuz. So, Arno, dreh dich mal. Ja, da ist das Kreuz. Ein kleines Kreuz. Okay, das ist der zweite Hinweis. Also nicht der Grabstein.
Und wir haben jetzt wieder einen neuen Mission Marker aktualisiert bekommen und wir folgen dem jetzt einfach mal im Speedrun. Wir sollen den Hüter von Sugars letzten Willen finden und da ist er auch. Und den müssen wir außerdem noch verteidigen. Oder beschützen. Das machen wir mit einer Rauchbombe. Uns bleibt Wasser. Ich will nicht, dass uns irgendjemand folgt. Okay. Pass doch mal auf. Wir sollen jetzt den verstoßenen Mönch folgen und der führt uns hierher. Komm sofort zurück, du Dieb! Dieb! Immer noch folgen. Bro, wo willst du denn hin? Aha. Zu diesem Haus. Hier soll also der Grabstein sein. Den sollen wir jetzt finden. Wir gehen mal ganz nach oben. Unser Mission Marker ist noch weiter hoch, aber hier ist keine Treppe mehr. Also das ist wieder eins der magischen Häuser in Assassin's Creed Unity, wo die Stockwerke nicht mit einer Treppe verbunden sind. Aber hier haben wir es gefunden. Das war's auch. Der letzte Wille ist erledigt. Der zweite Teil seines Testaments. Es müssen noch viele Geheimnisse gelüftet werden. So, jetzt kommt die letzte Franziane-Geschichte. Und zwar die Rosenknospe. Die Rosenknospe hat zwei Belohnungen und die holen wir uns jetzt ab. Ja, die Rosenknospe, die finden wir hier auch an der Basilika, aber an so einem Seiteneingang. Und da muss ich mich erstmal durchkämpfen, um dahin zu kommen. Komm her, du Wicht, ich habe eine blutige Nachricht für dich. Ja, also kurz erledigt, alle ausgeschaltet und dann können wir endlich die Tür öffnen. Das ist eine Tür zur Grabstätte. Da bin ich mal gespannt, was da unten drin ist. Königliche Krypta. Die Grabstätte öffnen, das haben wir ja erledigt. Wir spielen gerade die Rosenknospe. Und werden von ein paar Plünderer überrascht. Krypta, die Grabstätte von Maria de Medici oder Medici. Okay, machen wir einfach mal auf. Das ist auch unsere Aufgabe, die Grabstätte öffnen. Lässt sich nicht einfach so öffnen und deswegen müssen wir hier noch erstmal eine Aufgabe erledigen. Zwei Hinweise finden. Aber unser Adlerauge hilft uns natürlich sehr gut dabei. Sehr effektiv. Muss man nicht so viel suchen. Ah, ein menschlicher Knochen. Okay, neues Ziel. Aufgabe abgeschlossen. Wir haben einen neuen Mission Marker bekommen und sollen jetzt dem folgen. Wir sollen den Juwelier finden und den finden wir wo? Ne, einfach den Mission Marker folgen. Ich kämpfe mich hier jetzt mal einfach durch und dann machen wir einen Sprung. Nicht weg! Jetzt kommt der Teil, in dem ich dir die Eingeweide rausreiße. Okay, da ist jemand, mit dem wir sprechen können. Wahrscheinlich nicht der Juwelier. Wo ist der Besitzer dieses Ladens? Der Juwelier? Weg! In den Katakomben. Er versuchte, eine Gruft zu öffnen. Ich habe seit Tagen nichts von ihm gehört.
Merci. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Wir haben einen neuen Mission Marker bekommen. Den folgen wir. Und der wird uns bestimmt in die Katakomben führen. Aber wir müssen auf diesen Hinterhof. Und da ist der Brunnen. Und da können wir in die Katakomben gehen. Oder klettern. Ach, diese Stelle ist das. Ganz viele Fledermäuse, die können wir vertreiben, indem wir unsere Lampe anmachen. So, weiter geht es. Ja, die Juwelier finden. Oh, hier ist ja wieder ordentlich. Was ist los? Ah, da ist der Mission Marker. Ich habe ihn wiedergefunden. Heißt mal den Boss hier ausschalten. Da ist noch irgendwas, was wir beschaffen sollen. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht den menschlichen Knochen oder so? Mal gucken. Oh, ein geschnitzter menschlicher Knochen. Okay. Das ist die Waffe. Die können wir uns mal hier anschauen. So, da. Ein geschnitzter menschlicher Knochen und wieder verbessert. Plus 25% Schaden. Dann sollen wir wieder zurück zur Grabstätte. Da waren wir am Anfang. Und diesmal sollen wir Maria de Medicis Grabstätte öffnen. Wir haben alles, was wir brauchen und können das jetzt tun. Einer von uns wird sterben. Jo. Einmal aufgeschoben und dann war's das. Wir holen uns den Rosenzepter ab. Das Rosenzepter, okay. Ja, war ganz cool, mal wieder alte Assassin's Creed Unity Sachen zu spielen. Und ja, ich habe die ganzen Missionen besser in Erinnerung gehabt. Ich wusste nicht mehr, dass die so einfach waren und dass man da eigentlich überhaupt keine Herausforderung so richtig drin hat. Ja, also überwiegend Mission Marker folgen. Das erledigen. Also eigentlich so von der Missionsstruktur wie so Open Worlds. Ja, das war's. Wir haben die Frontiane-Geschichten abgeschlossen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag hier auf der wundervollen Plattform YouTube. Bis dann. Tschüssi. Du kleine Ratte! Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Hier gibt es viel zu stöbern. Hier ist, was ich habe. Hast du, was du brauchst?